Extra Stopp. Hi, hi. Ja, kleines Neuigkeiten-Video. Und zwar, da ich so mittlerweile gemerkt habe, dass technische Videos über Motorräder, Motorradtechnik nicht sehr beliebt sind, wenn es, sag ich mal, mehr um die Theorie geht oder um Gequatsche um das Thema. Wenn die Leute also nicht anhand eines konkreten Motorrades oder so auf der Bühne oder dass man dran arbeitet, ja, das ist halt irgendwie nichts wert anscheinend, weil wahrscheinlich auch bedingt dadurch, dass wer von der Materie, sag ich mal, zu wenig Ahnung hat, der kann sich dann einfach nicht vorstellen, was man dann erzählt und worum es geht. Insofern wird es jetzt demnächst wieder verstärkt so sein, dass also konkrete Praxisbeispiele also gefilmt werden und nicht, dass ich da irgendwie theoretisch über irgendwelche technischen Dinge labere. Das, ja, wie das genau aussehen wird, weiß ich noch nicht. Es kann sein, dass ich nächstes Jahr wieder schrauben werde. Dann werde ich mich allerdings sehr eng mit wenigen Motorrädern befassen, weil ich einfach auch nicht jeden Tag was machen will, sozusagen, sondern ich habe halt mehrere Dinge, die ich vorhabe, und das mit den Motorrädern wird dann halt nur ein Teil davon sein. Insofern nehme ich nicht wie früher alle Japaner und Triumph und Pipapo an und nehme so 10 Motorräder die Woche oder sowas an, das mache ich nicht mehr. Wenn, dann wird es so sein, dass ich 1-2 Motorräder die Woche annehme, ganz klein. Wahrscheinlich auch nur Yamaha XJRs und Suzuki Bandits. Alles andere auf Anfrage eventuell, müsste ich mir angucken. Naja, aber das ist, sage ich mal, dann aber auch eine ganz gute Möglichkeit, dann konkret zu filmen. Ich meine, diese beiden Modelle sind sowieso, oder vielmehr diese beiden Hersteller, und die Modelle der Hersteller sind eh die mit bei meinen Videos, sage ich mal, am meisten gefragt oder gesehen werden. Und insofern werde ich dann intensiver mich mit diesen Modellen beschäftigen und alle möglichen Videos über Themen machen, in erster Linie, die diese Modelle betreffen. Ja, das ist eigentlich schon mal alles. Erstmal. Das Ganze wird aber noch ein bisschen dauern. Ich habe jetzt seit 2016 hatte ich das Gewerbe abgemeldet, weil ich halt körperlich relativ im Arsch war. Und jetzt nach 2 Rücken-OPs und Knie liegen allerdings noch vor mir. Gut, jedenfalls geht es wieder ein bisschen besser. Und ich weiß noch nicht genau, aber im kleinen Rahmen werde ich wohl wieder weitermachen. Naja. Jedenfalls muss ich dann erstmal wieder hier Werkstatt ein bisschen auf Vordermann bringen. Und das lag jetzt halt ein paar Jahre lang mehr oder weniger brach. Und dann schauen wir mal. Nur, dass ihr mal einen groben Anhaltspunkt habt, was weiterhin geplant ist und was ich vielleicht mache. Das war's eigentlich erst. Bis dahin.